Ungewöhnliche Handwerksberufe und handwerkliche Arbeiten an ungewöhnlichen Orten. Darum geht es in unserer aktuellen Ausgabe von HWK TV. Haben Sie eine Vorstellung, wie ein moderner Brunnenbauer arbeitet? Mit breiten, ausgemauerten Schächten in die Tiefe hat dieses Handwerk nichts mehr zu tun. Und dennoch lassen sich einige Spezialisten auf die historischen Techniken ein, so wie David Himmelreich bei der Wassersuche. Mit der Wünschelrute auf Wassersuche. David Himmelreich ist Brunnenbauer. Dort, wo die Rute ausschlägt, packt der gebürtige Kasache sein Spezialwerkzeug aus und bereitet das Anzapfen der Erde vor. Verschiedene Bohrköpfe werden sich ihren Weg in die Tiefe bahnen, angetrieben über verschraubbares Gestänge. Und dann geht es abwärts. Die Bohrmaschine ist ein kleines Kraftpaket, das sich auch durch härtestes Gestein mit 1 Meter pro Stunde arbeitet. Wasser spült den losen Abraum an die Erdoberfläche, wo so auch ein Stück Entstehungsgeschichte der Erdkruste dokumentiert wird. Für David Himmelreich immer wieder ein spannendes Abenteuer in seinem Traumberuf. Ein herzlicher Beruf, sagen wir so, wo ein Herz gewachsen ist. Weil ich komme ja aus Kasachstan, da hatte ich auch war ich in der Firma, wo wir Tiefbohren gemacht haben, aber mit anderen Geräten und ein bisschen tiefer, sagen wir ein bisschen, was heißt das, ungefähr so 1,5 Kilometer tief haben wir gebohrt und dann ist das irgendwie hängen geblieben. Da hatte ich das auch hier angefangen wieder. So ist mit David Himmelreich auch sein Beruf umgezogen in die neue Heimat Hunsrück. Hier kennt er sich oberirdisch gut aus, aber auch in 30 Metern Tiefe. Immer wieder setzt er neue Stangen in das Bohrwerk ein. In 28 Metern treffen sie hier auf das begehrte Nass. Der Brunnen wird über die Jahrzehnte den Garten des Kunden mit Wasser versorgen. Die Wasserversorgung spielt auch hier eine wichtige Rolle. 700.000 Liter müssen im Freibad von Kirchberg gebändigt werden. Doch bevor die Badesaison beginnt, greifen die Fliesenleger um Handwerksmeister Hans-Peter Kämmer zum Werkzeug. Die Frostschäden des Winters werden beseitigt. Hier wird nochmal richtig, wie man das früher gelernt hat, ein Mörtelbett verlegt. Und auch so, dass es nochmal über die nächsten 10, 15, 20 Jahre absolut fest ist. Dafür steigen die Fliesenleger ins Badebecken. Arbeiten, die bei Hans-Peter Kämmer Erinnerungen auslösen. Ich habe hier meine Lehre schon gearbeitet. Das heißt, 1967 wurde hier diese Anlage erstellt. Im Prinzip ein Jahr vorher wurde oben das Hallenbad gebaut. Und derzeit habe ich eigentlich schon eine Verbindung hier zu dem Schwimmbad. Über Jahre und man kann sagen, in den letzten 25 Jahren tun wir auch hier alle Reparaturarbeiten ausführen, die eigentlich so anstehen. Die jedes Frühjahr notwendig sind. Das geht hier von den Durchreidebecken über Planschbecken, Nichtschwimmer, Schwimmer, über die Turmanlage, egal. Mehrere Freibäder im Hunsrück werden so fit für die Badesaison gemacht. Ein Fall für die Spezialisten, die sich aber auch allen anderen Herausforderungen stellen. Geht es um Fliesen, Platten, Mosaike? Ja gut, wir sind eigentlich ein Betrieb, der alles macht. Das heißt, wir haben das komplette Fliesenprogramm über die Terrasse, über Wohnbereich, über Wellnessbäder, Bäder, über seniorengerechte Bäder, im Prinzip alles, was anfällt. Der Kundenkreis reicht bis nach Wiesbaden, Frankfurt oder Köln. Ein unternehmerischer Ansatz, mit dem die Kämmers aus dem Herzen des Hunsrücks erfolgreich Märkte bedienen. Ein Erfolg, der nicht von alleine kam. So investierte das Familienunternehmen mit seinen 10 Mitarbeitern vor 2 Jahren in einen neuen Standort mit riesigem Beratungsbereich. Hier tauchen Kunden in die Welt der Möglichkeiten ein, die Kämmers dann in handfeste Realität umsetzen. Um die bauliche Umsetzung von Ideen, hier mit einem historischen Ansatz, geht es beim HWK-Lehrgang Fachkraft im Lehmbau. Ein Weiterbildungsangebot, das Spezialisten aus ganz Europa im Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege in Herstein zusammenbringt. Darunter Urs Felder aus dem schweizerischen Luzern, der sein Lehmbau-Know-how aber ganz woanders einbringen wird. Ich arbeite seit 2 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan. Wir sind in Kabul stationiert, sind aber sehr aktiv im Norden von Afghanistan in 3 Provinzen, Samangan, Baglan und Bamiyan. Ein Schweizer aus Afghanistan im Hunsrück, der aber auch klar macht, dass sich die Weltreise lohnt. Also es ist die Ausbildungsmöglichkeit, die hier angeboten wird vom Deutschen Fachverband, eigentlich einzigartig in Europa auf dieser Stufe, wo so viel Erfahrung und Wissen zusammenkommt, sehr wertvoll.
Lehmbauexperten sind weltweit gefragt. So Referent Dr. Christoph Ziegert in Dubai oder Ilja Wiedekind in Frankreich. Ja, solche Kurse werden nicht überall angeboten. Der soll hier wohl hochwertig sein. Und in Frankreich benötigen wir eben dieses Know-how auch jetzt. Das wird wiederentwickelt und zusätzlich versuchen wir noch einen Austausch zu organisieren. Perspektiven mit historischen Handwerkstechniken, die aktuell eine starke Renaissance erleben. Mit dem Standort in Herstein hat sich die Handwerkskammer Koblenz im Fachbereich Restaurierung und Denkmalpflege europaweit einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Informationen zu den nächsten Lehrgängen gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de. Hier gibt es auch eine Übersicht zu allen Weiterbildungsmöglichkeiten der Handwerkskammer Koblenz unter der Rubrik Weiterbildung.